Hallo meine lieben Foodlover, heute habe ich ein Rezept für dieses leckere Low Carb und Keto Spinat Omelette für euch. Das Rezept ist so einfach und geht ganz schnell. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das Rezept ist für zwei Omelettes. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Für das Rezept benötigt ihr folgende Zutaten. 3 Eier der Größe M, 50 Gramm frischer Spinat und Gewürze. Bei mir waren es Salz, Pfeffer, Knoblauchgewürz und Paprika edelsüß. Zunächst die Eier in einen Mixer geben. Dann auch die Gewürze und den Spinat hinzugeben. Anschließend das Ganze mixen. Die Omelettmischung in eine geölte, heiße Pfanne geben. Dabei die Pfanne schwenken, um die Eimasse schön in der Pfanne zu verteilen. Das Omelett auf niedriger Stufe einige Minuten stocken lassen. Dabei solltet ihr es nicht wenden. Verwendet am besten einen Pfannendeckel. Dann das Omelett nach Belieben belegen und klappen. Ich habe geriebenen Gouda, Putenbrust und Tomaten verwendet. Zum Schluss könnt ihr das Omelett noch salzen und pfeffern. Dann erneut den Pfannendeckel verwenden und das Omelett einige weitere Minuten garen, damit der Käse schön schmilzt. Viel Spaß beim Nachmachen! Und vergesst bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Hier seht ihr noch die ungefähren Nährwerte für ein Omelett ohne Belag.